3, 2, 1. Mobbern und Tunnel und Patatusch, herzlich willkommen zur nächsten Folge Assassin's Creed 2. Familie Manners auf Robertus RP. Ich bin natürlich nicht alleine. Huber hat immer noch keinen Sound. Und wir müssen erstmal den Aussichtspunkt synchronisieren. Ganz wichtig. Synchronisation. Und werden jetzt interagieren. Wieso kann 25 Millionen Aufrufe der Assassin's Creed 2 aus. Okay. So. Achso. Zack. Eins von 73. Ich verstecke mich besser. Sucht. Guck mal, da hängt ein NFT an der Wand. Er kann nicht weit gekommen sein. Wenn ich jetzt aber so seine Haare angucke, warum schubst der immer in die Luft? Jedes Mal! Okay, Entschuldigung. So. So, ja, das sieht schon besser aus. Wir müssen jetzt eine nette Dame besuchen. Christina. Genau, Christina besuchen. Christina! Wer ist da? Ich! Ezio, ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Yes, bekippt. Komm her. So, machen wir jetzt jugendfrei oder nicht jugendfrei? Oh, Ezio. Liebe gehört zum Leben dazu, Hannes. Okay. Alter, ist das, liegt das an mir oder ist das wirklich so dumm? Egal. Das wird schon funktionieren. Okay, richtige Taste gedrückt. Oh, Ezio. Ja, es liegt an meinem Bildschirm. Alles klar. So, Licht lassen wir an. Was hat denn dein Bildschirm? Ja, im tiefen Schwarz sind immer so Flecken. Das habe ich aber. Ist nicht schlimm. Christina, es ist in der Aufnahme Christina, nicht, also ist alles gut. Wach auf, dein Hauslehrer kommt bald. Dein Hauslehrer? Ist es kommt der etwa so wie schlimm, Ezio gestern kam? Vulcane. Was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach bitte, das ist nicht nötig. Um. Wache, wache. Bringt mir seinen Kopf. Jetzt. Weißt du, das war damals noch einfacher. Da könntest du einfach sagen, der tot, bitte. Jetzt. Ja. Bringt mir seinen Korb. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Autsch. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin Bestes quasi Versteck. Unschuldig. Komplett unauffällig zwischen den Weibern da. Ja. So, Ingeborg, weißt du gestern noch? Sitzt da gerade ein Typ zwischen uns? So. Ja. Ja. Also Aussichtspunkte lasse ich jetzt mal noch Aussichtspunkte sein. Es tut meinem Herzen zwar weh, aber wir machen jetzt erstmal für diese Folge Mission. Nein, mich kennt's auch. Nein. Ich habe heute frisch da ist er wieder. Der kleine Stockdoktor. Ich kenne die Namen noch nicht, aber das wäre gewalt. Du vergisst es einfach. Medizin. Ja. Ah, was hast du hier verloren? Oder wie man es heute auch gerne nennt, Crack. So. Eine Schande bist du. Vor allem da stehen 50 Leute um mich herum. Die fangen gerade alle an, mich auszubuchen. Ey, Florin, muss drin sein. So. Hallo. Vater. Guten Morgen, hallo Vater, hast du etwa gesehen, dass ich gerade geklaut habe? Ja, mein Sohn. Stimmt etwas nicht? Okay. Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten schnell ist erfahren, untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. No, Padre. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Vor allen Dingen,
Du hast dich gestern geprügelt, du hattest heute Abend höchstwahrscheinlich Geschlechtsverkehr. Wird das deine Arbeit beeinträchtigen? Nö, ist ein normaler Dienstag. No, Padre, no. So, zack, zack, zack. Let's go. Und wir kommen in Gefilde, die ich nicht erkenne auf der Minikarte. Warum? Weil ich diesen alten Scheiß nicht hat. Ey, pass mal auf da. Kann ich schon rempeln? Ja, kann ich. Das ist das Beste. Aus dem Weg! Weil ich sagte. Richtig, Mode. Da stehen Gegner. Ich mache jetzt mal einen Abgang. An alle Männer im wehrfähigen Alter. Die so. Stadtwache sucht. Imagine, du kannst so klettern, ne? Ja. Ich hab Lederschuhe an, das geht. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Alter, der Augenringe. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurück erwartet. Außerdem stehe ich hier. Ich bin übrigens ein Briefkasten. Ah, da ist schon der erste Schatz. Warum? Warum bin ich da jetzt runtergefallen? Nicht connected, Hannes. Ja, ich hab den Pixel nicht getroffen. Ja, war nicht frame perfect. Ja, das fand ich auch mal geil, diese Schatzdinger, das war cool. Was ich nicht so geil fand, waren dann stückweise diese Renndinger und diese anderen. Das mache ich nie. Games, die so ein bisschen gezwungen wirken. Das mache ich nie. Ich mache immer nur in Florenz, suche ich immer ein paar Schätze. Da machst du eigentlich schon ganz gut Geld mit und später, wenn es dann darum geht, die eine Stadt auszubauen, dann hast du immer genug Geld. Ja. Wir haben ja auch nicht irgendwie das dickste Haus in der Nachbarschaft oder so. Nicht Fresh Prince von Bel-Air, sondern Fresh Prince von Florenz, Alter. Vor allen Dingen, was ich auch geil finde, erstmal meine eigene Familie ausrauben. Hallo. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. 102 sind hier. Dem Vater abgezogen. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen, aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Das war irgendein Verräterknecht, ne? Ja, aber wir wollen ja nicht spoilern. So, was machen wir zuerst? Verprügeln? Ja, komm. Obwohl, nee, Moment. Erst den nervigsten von allen. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Weißt du, du solltest im Bett sein. Erst vor 5 Minuten aufgestanden, weißt du? Vor fucking 5 Minuten aufgestanden. Es ist hell draußen. Du solltest im Bett sein. Mach ich mit meinen Kindern genauso. 7:12 Uhr. Wann ist Zeit zum Bett gehen? Das Beste ist, Dominik hat mal alle Federn gesammelt. Du musst ja 100 Stück davon sammeln. Ich so, was kriegst du denn dann? Ja, dann kriegst du den Medici-Umhang. Dann kriegst du den Auditore-Umhang. Und was bringt der? Ja, eigentlich greift dich jeder an. Ich so, eigentlich ist das quasi, also du kriegst hier die Umhänge, damit du nicht angegriffen wirst. Ja. Ich so, ah, perfekt, danke. So, wie ich immer wieder nach Hause finde, ich nehme einfach das nicht, geh einfach zum dicksten Bonzenhaus aus dem Weg. Nein. Ach nein. Oh Gott. Ich weiß immer noch nicht, wie man anvisiert. Das ist irgendwie vergessen. Eine Schultertaste oder so, würde ich schätzen. Ach kommt.
was gerade sagen, ihr könnt doch nicht anfangen jetzt. Sollen wir tanzen? Sollen wir. Das hatte ich auch noch nie, das ist sich gegenseitig eigentlich gemacht. Nee. Du haust. Nee. Oh, bitte nicht verzeihen. Du nächsten eine geben. Hups. Er rennt einfach weg. Also ich kann es verstehen. Kunsthändler, stimmt. Du musst irgendwie Bilder kaufen oder sowas, ne? NFTs, mein Freund, NFTs. So. Sind die echten. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Kannst du bitte blinzeln? Dann hätte ich weniger Angst vor dir. Echsenmensch. Okay, so. Hey, Claudia. Wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Ducho. Welche Kinder sind das? Was 15, ist mit ihm? 60? Ich glaube, er war untreu. 4. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Ist, er soll also büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Guckt euch, also sie ist ja jetzt vermutlich zeitlich gesehen wahrscheinlich 14 oder so. Aber trotzdem ist sie ja jetzt kein schlecht anzusehendes Mädel. Waren ja andere Zeiten. Damals war ja die, ich sag mal, Steffi Kassel, du bist ja 35 geworden, so maximal. Da hat sich halt alles nach vorne geschoben, so. Sind weg. Kann ich da schon rein? Wie gesagt, lalalala. Wenn der kleine Arzt halt nicht mehr genug Kokain verschreiben konnte, damit die Geister dein Blut verlassen, dann musstest du halt irgendwann sterben. So, und wenn du halt mit 30 stirbst, dann ist halt 12 dein 20. So, aber sie ist ja jetzt kein schlecht anzusehendes Mädel. Kein Goblin. Ja, jetzt gehen wir mal zu dem Typen. Zum Goblin. Der sie betrogen hat und zu dem Nilpferd. Der Kerl kommt mir bekannt vor. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Wie viel Geld hat sie? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Ja. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Und deswegen nimmst du so einen Fleischhammer. Du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Sogar schon Ring verpasst. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Upbeat-Mucke auf dem Ohr. Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ich breche dir die Nase. Die Auditore können alle reden. Aber wenn es dann ernst wird, du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Ich trete dir so in die Eier. Na komm her! Stavolta! Einmal, Bruder, einmal! Basta, ich gebe auf! Basta, ich gebe auf! Lass die Blau Finger ihn von meiner Schwester! Das heißt Bastard. Okay. Nein, ich will ihn doch schlagen! Ja, den bring ich um! Komm her, du Wichser! Bleib hier! Was hast du hier verloren? Ich find's halt mega geil, wie du ihn quasi stumpf mit deiner Faust in den Rücken ballerst, ne? Und halt einfach Blut spritzt, so. Der Tackle, oh, in die Eier und er spuckt Blut. Geil. Muss mal ein bisschen Geld machen. Ich bin nicht mehr aufzuhalten. Du, Nonne, komm her. So, wie viel Geld hat er dabei? 3. Du und Sohn. Rotte in der Gasse. Hast du ihm da vorher schon Geld geklaut irgendwie? Ich hab ihm gar nichts geklaut. Ja, doch, als du ihn das erste Mal besiegt hast, gab's. Nein, das war Geld für die Mission. Achso, na gut. Kaputt, du Missgeburt. Wirklich.
Oh mein Gott, ich habe letztens in Mercedes-Benz Werbung gesehen von, auch aus den 80ern oder so, wo die dann am Essen sind und der eine sagt, ja, was hast du denn hier für ein Auto gekauft? Ja, ich wollte was Sportlicheres und hier und da, und hast du gesehen, ja, habe ich auch, aber ne, ich habe halt meinen, ich habe meinen halt tunen lassen, ich kenne da jemanden in der Werkstatt, bla 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 bla, ne, all sowas. Am Ende gehen die raus, der eine holt den Mercedes-Benz. Boah, das ist dein Auto? Ja, und dann zählt er halt alles auf, was er auch hat. Tiefer gelegt, breitere Sitze und so weiter und so fort, ne? Und dann, wie heißt denn dein Typ in der Werkstatt? Mercedes-Benz an. und dann rattert er die Adresse da so runter, ne? Macht das Fenster rund, fährt weg. Ich hab das dem Kumpel geschickt, nicht so ganz ehrlich. Eigentlich hätte er ihn angucken müssen. Mercedes-Benz AMG, du Hurensohn. Und wäre weggefahren. Ich muss mal nachher gucken, ob ich das finde. Es ist so geil. Werbung aus den 80ern ist so beste. Da haben wir auch noch gesagt, hier, Rauch Palmal, gesunde, beste. Ja. Marlboro, auch gesund, lebst 30 Jahre länger, schwöre. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene, e tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht, egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Super gesund. So. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Auch Maria hat einfach mehr Leben als du. Welcher Kampf? Ach bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das ich hätte jetzt gerne schon das Feature aus Revelations. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Du guckst den, du visierst den NPC an, und nichts davon gut. Stellst sich neben ihn und er läuft automatisch mit derselben Geschwindigkeit mit. Stimmt, stimmt. So ein geiles Feature, das gibt's einfach nicht mehr. Und du bist immer schneller als NPCs. Immer. Wenn ich jetzt so laufe... Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Junge, lauf schneller! Obwohl, die ist bestimmt schon irgendwie 35 oder so. Es ist eine unglückliche Geschichte, älter wirst du dann nicht. Aber sie geht vorbei. Ich finde es auch immer so schön, dass du Leute einfach so antatschen kannst. Corona! Ich hab das so schlimm, wenn ich Filme mit Rena gucke und da sind so Menschen, die so, hallo, Abstand! Was sind eure Masken? Oh, 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 ja. Willst du angefasst werden? Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Ja, merkt euch das. Das sind Ventile, nicht Vaginas. Er arbeitete bisher für seinen Vater. Oh, jetzt kommt das Schöne, wir können los, Leute. Wir können. Mach basically alles. Und du? Kunst, nicht wahr? Was ist immer noch Assassin's Creed? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber. Ist das immer noch Assassin's Creed? Techno-Viking. Ich würde lieber praktisch arbeiten. Viel direkt. Ach so, hört sich das an, wenn du oben fährst. Okay. Oder Anatomie? Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Wir den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. So, dann machen wir noch eine Mission und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist.
Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Mache keinen Ärger, sagt er. Wann machen wir denn jemals Ärger? Niemals nicht. Richtig. So. Achso. Ich wollte eigentlich die Karte aufmachen. Das ist am weitesten weg. Also damit ihr schon mal seht, ne, was... Oh, Alter, leckt das hier drin. Ach du Kacke. Gut. Ja, du, ist nur bei mir so. Also die Aussichtspunkte werden wir gleich in dem Farm-Part machen. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. The world's so open, so bold. Und dann werden wir auch, uns auch mal eine Schatzkarte bei irgendeinem Maler organisieren. Dass wir noch ein paar Schätze snackereen können. Oh, guck mal, hier ist einer ganz in der Nähe. Klar, einfach so eine Holzleiter hochklettern. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Geht um Drogen. None of your business, kid. Ich glaube, ich mache gerade die falsche Reihenfolge. Na, egal. Ist ja kein Speedrun hier, Hannes. Ja, aber normalerweise macht man den Taubenschlag eigentlich immer zuletzt. Aber ist nicht schlimm. Mal gucken. Komm her, du olle Taube. Achso, okay, Alternative. Oh Gott. Das ist alternative Kamera. Ah. Den Rekord. Rate mal, wie lange er gebraucht hat. 20 Minuten. Nein, 5 Stunden 18. Oh, das geht aber. 20%. Was ist? Ja, 100%? 20 Stunden? 8 Stunden 14. Oh, das ist jetzt nicht so viel mehr. Nee. Da war der Weltrekord, Alter, aber ganz schön langsam, würde ich mal behaupten. Wenn der andere drei Stunden länger nur für 100% gebraucht hat. Legit der gleiche Typ. Ja. Guck mal, Kefko spielt God of War. Dieser Bonze. Ich hab auch God of War. Dieser Bonze. Hat nur 35 Euro gekostet bei MMOGA. Oh, echt? Ja. Das ist ja nicht so, dass ich schon für PS4 gekauft habe. Stimmt, habe ich auch auf der PS4, ja. Da bin ich auch schon fast fertig. Da fehlt mir nur noch die Walküre und dann kann ich eigentlich aufhören. Aber ich warte auf den nächsten Teil, der jetzt kommt. Da freue ich mich auch schon ultra. Ja. Das ist die letzte, die ich noch umliegen muss. So. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Ugh. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Okay. Jedenfalls ich nicht. Also, dass sie ansteckend ist, safe. Easy nicht, muss das sein. So, wir haben noch 23. Ja, dann machen wir eine Mission noch. Komm. Let's go. Das sollte nicht so lange dauern. Geld. Denn Geld regiert die Welt. Insbesondere damals schon. Da gab es noch den Goldstandard. Und da reden wir nicht von irgendwelchen Haarpflegeprodukten. Ach, Außenmauer von unserem Haus, wie ich es hasse. Ach, fickt euch, wirklich. So, und warum kommst du eigentlich nie durch die Tür? Weil wir nur eine haben. In unserem 5000 Quadratmeter Haus. Palazzo Auditore. Vater? Federico! Federico! Sarezio! Gott sei Dank! Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis! Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio! Claudia!
Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Easy. Gefängniseinbruch. Vor allem Gefängniseinbruch, weißt du? Danke. So. Die lokale Kunstszene. Schön. Na, Hauptsache, das lohnt sich ja auf die 395 Flocken. Ja, pro Schatzkiste, ich glaube, Schatzkiste können 100 bis 300 sein. Na. Also das ist so, als hättest du in BioNTech investiert, bevor sie den Impfstoff rausgebracht haben. Oder in Activision Blizzard, bevor sie gekauft wurden. Trivia-Informationen dazu, ich hab das ja echt verfolgt, ne? Ich wollte die mal kaufen. Ich hab halt nur drauf gewartet, dass die nochmal 10 Euro günstiger werden, ne? Ja. Und dann passierte das. Yep. Zum Glück hast du keine Sony-Aktien gekauft, die sind absolut in den Keller gegangen. Ja, aber jetzt überlege ich tatsächlich, welche zu holen. Ja, die werden safe wieder hochgehen. Ja, ja, deswegen. Die sind ja nur runtergegangen, weil alle dachten, oh scheiße, jetzt wird Call of Duty Xbox Exclusive. Ja. Also haben sie ja schon direkt die Night danach. Aktueller Stand. Wobei, die können sich wahrscheinlich wirklich nicht leisten, das Xbox Exclusive zu machen. Nein, das funktioniert nicht. Da ist so viel Kohle drin. Ich bin nirgendwo. WLAN. Du gehörst mir! Oh, Hallöchen. Sniper aus dem 15. Jahrhundert. Ich bin einfach runtergefallen. Ich bin einfach 400 Stockwerke auf meinen Rücken gefallen. Weiter geht's. Das ist gar kein Problem. Du hast schon irgendwie 2 so Lebensdinger verloren. 2? Ich hab... Ey, hör auf, einen Stein zu werfen. Jetzt kletter doch da hoch. Okay, mein WLAN sagt einfach... Brr. Ja, Junge! Ist hier zum Mäusemelken hier. Es ist gut, dass hier richtige Worte benutzt werden. Getötet werden. Der klettert an der Hauswand lang. Ist der verdächtig? Jetzt ist er weg. Naja, was soll's? Spider-Ezio. Ezio. Dafür werde ich nicht bezahlt. Vater, was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annette? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sag mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. So. Das werde ich mir aber jetzt nicht nehmen lassen, den Aussichtspunkt hier gleich schon mitzunehmen. Ja, das war Quatsch. Pass auf, Sony habe ich eine Verbrauchungsliste, Konami, Nintendo, Square Enix, Capcom und EA. Und, naja, ich sag mal, einiges hat sich erledigt. Schmutz, ey. So, den nehmen wir schon mal gleich mit. Wäre Blödsinn, hier nochmal hoch zu kraxeln. Wunderschöner Ausblick. Oh.
Eine Million Kilometer. Gar kein Problem. Aber Blätter, deswegen alles safe. So, hier ist noch eine Codex-Seite, die wird später noch wichtig. Ist sie trotzdem. Ich muss meinen Tag lang unterbrechen, um mich um einen kleinen. Gut, da dürfen wir doch noch nicht hin. Dann, nein. Dann, hat das keiner gesehen. So. Richtig. Das Schärfen ist, dass wir hier keine so Ingame-Klackkasten haben. Also für Tag und Nacht. Wie spät ist es? Hast du später, glaube ich. Nur jetzt gerade ist die Zeit, die ist relevant. Es ist halt relevant, dass es abends ist. Ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kann mich auch irren. Au. Wer macht da denn ein Beete? Ja, geil. Das ist ästhetisch. Ja, richtig. Nur weil wir zu dumm sind, um es zu checken. Richtig. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Ja, lass mich doch atmen! Oh, ein Karnevalskostüm. Vor allem auch so geil, ne? Nimm alles, was da drin ist. Vieles wird dir komisch erscheinen, aber nimm einfach alles mit. Ja. Diese Klingen, ne? Die da so rauskommen. Das ist kein Dosenöffner. Das ist die Geburtsstunde. Eines des, wenn nicht des heftigsten. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Richtig. So, wir bringen das jetzt zu Signor Alberti. Okay, wir haben nur das Le Schwert. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Deinen Körper. Nein. Was wollt ihr also? Dass du stirbst. Nun, okay. Das wird nicht gefehlt. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung. Oh, ich habe ihn den Arm gebrochen. Ziemlich fies. Das Problem ist, diese alten vermaledeiten Wachen haben nichts dabei. Aber wir kommen jetzt zu einem nächsten sehr, sehr geilen Feature. Arme Schluggers. Kein Kunde von mir bin. Hallo. Hallo! Ach, verdammt, geht noch nicht. Okay. Kleiderfärben. Wirklich, beste Erfindung. Hab ich, glaube ich, nie gemacht. Aber du kannst ja später andere Umhänge irgendwie schneidern lassen da in deiner Stadt. Nee. Das geht nicht. Hä? Nein. Irgendwas war doch da. Oder ist das ein anderer Teil gewesen? Das war was anderes. Es gab nur... Hier konntest du nur Dingens kaufen. Also deine Kleidung ändern, also die Farbe ändern und die größere Beutel nähen lassen und all sowas. In den nächsten Teilen kannst du dir Rüstung dazu kaufen und Farbe ändern. Und in diesem Teil ist es ja nur so, dass du Ezios, alte Irs-Rüstung bekommen kannst. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen gespoilert, aber das sollte nun jeder wissen, nach wie vielen Tausenden von Jahren dieses Spiel jetzt auch schon draußen ist. Was war das denn jetzt? Achso. Oh, warte. Lass mich los. Okay. Ich sollte ihn loslassen. Zack. So. Aus Le Weg. Ich war das nicht. Naja, du kannst schon Umhänge halt wechseln. Ja, wechseln kannst du. Aber ja, die haben alle nur Eigenschaften, du wirst da nicht angegriffen. Ja, was genau willst du hier zu dieser Stunde? Und auch hier steht das nochmal mit dem Auditore-Umhang, dass du überall aus der Monte Regioni gesucht wirst. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio.
Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. So, und damit machen wir einen Cut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.